Hallo, hier ist Elena. Hallo, hier ist Micha. Wir sind heute in Japan. Wir stellen euch heute das japanische Glattspiel Omochi o Tsukimashu vor. Es handelt von einer Maschine, die Reiskekse herstellt. Der Text, der steht für die Maschinengeräusche und die Maschine, die hat vier Maschinenteile, vier Verszeilen und dementsprechend eine eigene Maschinenbewegung. Deshalb habe ich vier Instrumente auch ausgesucht, aber dazu später mehr. Ihr habt gerade gesehen, dass Micha die Trommel mit einem Schlegel gespielt hat. Das ist der Motor der Maschine und dazu zeige ich euch jetzt die Motorenbewegung. Wir sprechen den ganzen Text noch einmal vor. Und Omochi o tsukimashu. Omochi o tsukimashu. Petanko, petanko, petan, petan, petanko. Shitkonete, 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 konete, konete. Ton, 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 ton. Jetzt kommen wir zu den einzelnen Verszeilen und den einzelnen Maschinenbewegungen. Beim ersten Maschinenteil, da klatschen wir unten und oben. Dazu gehört Omochi o Tsukimashu. Omochi o Tsukimashu. Omochi o Tsukimashu. Gleich nochmal. Und Omochi o Tsukimashu. Omochi o Tsukimashu. Bei der zweiten Maschinenteilbewegung, da klatschen wir unten und in der Mitte. Die ganze Bewegung, die geht so. Petanko, petanko, petan, petan, petanko. Gleich nochmal und petanko, petanko, petan, petan, petanko. Bei der dritten Bewegung liegt eine Hand auf einer Tischplatte, die andere macht einen Kreis sozusagen auf der Tischplatte. Die Bewegung beginnt immer zum Bauch. Zum Bauch. Dazu gehört die Textzeile Shtkonete und es geht los. Shtkonete. Bei der vierten Bewegung, da klatschen wir unten, in der Mitte und oben.
Und die komplette Bewegung für Ton, Ton, Ton ist so. Ton, 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 Ton. Und nochmal. Ton, 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 Ton. Jetzt kennt ihr jede einzelne Maschinenbewegung. Jetzt wollen wir Maschinenbewegungen und Motorbewegungen kombinieren. Wir drehen uns zueinander. Ich bin der Motor und Micha ist die Maschine. Ich mache vier vorweg. Eins, zwei, drei, vier. Omochio, zucki, mascho. Omochio, zucki, mascho. Petanco, petanco. Petan, petan, petanco. Sht, konnete. Konnete, 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 konnete. Ton, 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 ton. Das Ganze drehen wir mal um. Micha ist Motor, ich bin die Maschine. Eins, zwei, es geht los. Ommo, chio, zucki, mascho. Ommo, chio, zucki. Kimascho, petanco, petanco, petan, petan, petanco. Sht, konnete, sht, konnete, sht, konnete, konnete, konnete. Ton, 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 ton. Jetzt kennt ihr das Klatschspiel. Am Schluss kommen wir nochmal auf die Instrumente zurück, die nämlich den Sprechrhythmus spielen. Ihr könnt euch nun vier Gegenstände oder vier Instrumente, die ihr in eurem Haushalt findet, aussuchen und mit mir den Rhythmus spielen. Ich habe eine Faschischi. Ammochio. Zweite Zeile, ein Schellenkranz. Petanco, petanco, petan, petan, petanco. Dritte Zeile, eine Giro. Und vierte Zeile, ein kleines Becken. Ton, 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 ton. Zum Schluss könnt ihr euch auswählen, ob ihr mit den Instrumenten den Rhythmus spielen wollt oder die Bewegungen macht. Omochio, zucki, mascho. Omochio, zucki, mascho. Petanco, petanco, petan, petan, petanco. Sht, konnete, sht, konnete, sht, konnete, konnete, konnete. Ton, 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 ton. Tschüss.